Die Fußballsaison ist gerade erst vorbei, da zitiert Niko Kovac nach nur 8-tägiger Pause seine Frankfurter Jungs schon wieder auf den Trainingsplatz. Auch wenn dem einen oder anderen noch ein bisschen nach Feiertagskuscheln zumute ist, rollt auf dem Gelände der Commerzbank Arena schon wieder der Ball. Es ist ja so, wir haben 7 Tage. Wir haben eine ganz kurze Vorbereitung. Jeder interpretiert es anders. Das kann jeder selbst machen. Wir sind der Meinung, dass wir, wenn wir am 2.1. anfangen, dass wir dort gleich in die Vollen gehen können. Das heißt, wir müssen schon 2-3 Tage vorher etwas machen. Von 0 auf 100 ist schwierig, sodass wir da keine Zeit verlieren wollen. Wir wollen die Zeit sinnvoll nutzen. Nach Spielern wie Rebic, Wolf, Abraham und Zimmermann suchten die Fans heute jedoch vergeblich. Sie fielen krankheitsbedingt oder anderweitig verplant aus. Dafür wurden aber alte Bekannte auf dem Trainingsplatz gesichtet. Der lang verletzte Marco Fabian stand am Freitag wieder auf dem Platz. Ja, wenn man ein halbes Jahr nicht dabei ist, dann freut man sich, mit der Mannschaft zu trainieren. Ich hoffe, dass sein Rücken dann auch aushält, weil die Belastung wird ja dann durch das Fußballspielen nicht geringer. Im Gegenteil, es wird sehr viel größer. Aber ich gehe davon aus, dass er uns in der Vorbereitung jetzt zur Verfügung steht und dann darüber hinaus auch in der kompletten Rückrunde. Auch wieder beim Training gesichtet, der spanische Mittelfeldspieler Omar Mascarell, der nach einer Achillessehnenoperation wieder zurückgekehrt ist. Damit hat Trainer Niko Kovac 2 weitere gute Gründe, um eine starke Rückrunde zu spielen. In der Hinrunde fehlte der Eintracht laut Kovac oft das Quäntchen Glück, das zum Erfolg geführt hätte. Ich gehe davon aus, dass das jetzt in der Rückserie sehr viel anders laufen wird. Und wir haben eine gute Mannschaft, wir haben uns gut verstärkt. Wir bekommen jetzt noch mit Omar Mascarell bzw. Marco Fabian 2 Spieler dazu, die spielerisch auf jeden Fall noch sehr viel Qualitäten mitbringen, sodass wir zuversichtlich sind, dass das genauso gut läuft wie in der Hinserie. Eintracht Frankfurt startet am 2. Januar ins Trainingslager nach Spanien. Der Tabellenachte empfängt zum Rückrundenauftakt am 13. Januar den SC Freiburg. Hoch über den Wolken, selbst unten in der Erde, überall ist Sonnenschein. Mit bestem Service und wirklich faire Preisen werden wir Ihr guter Energieanbieter sein. ESWE, darauf können Sie sich verlassen. ESWE, komm!